lieben Zuschauer, hier ist CryptoBase Germany und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Crypto News. Ja, und wir schreiben heute den 31.01.2018 und gerade die letzten Tage ist einiges Interessantes passiert in der Kryptowelt, über das ich euch heute berichten will. So, und wir fangen auch direkt mit dem positivsten Thema der heutigen News an, nämlich WeResearch. Wie der Name schon sagt, hängt mit WeChain zusammen. Und da geht es eben um eine sozusagen neueste Erfindung, die WeChain gestern vorgestellt und veröffentlicht hat. Und das ist wirklich ein großer Schritt für die Zukunft der Blockchain. Und ja, ich kann euch mal den Artikel hier ein bisschen zeigen. Könnt ihr euch dann selber nochmal durchlesen. Ich fasse den jetzt kurz zusammen und sage euch die wichtigsten Punkte, um was es denn geht bei dieser WeResearch oder bei diesem WeResearch Programm. Und zwar ist das Ziel dahinter, ein globales Programm zu erstellen bzw. zu eröffnen jetzt, das mit Universitäten zusammenarbeitet und mit diesen nach Blockchain bezogenen technologischen Verbesserungen sucht. Und WeChain will damit Top-Universitäten weltweit zusammenarbeiten, haben auch schon eine Partnerschaft mit der Michigan State University und eben auch renommierte Professor auf der ganzen Welt irgendwie zusammensammeln und eben mit diesen nach Verbesserungen für die Blockchain suchen. Die haben auch hier unten hingeschrieben, da können sich eben Interessierte schon bewerben. Natürlich Name, Background, Papers von den Professoren. Ja, und da steht auch alles drinnen, wie genau das ablaufen wird. Und das ist wirklich eine Hammer-Nachricht für die ganze Kryptowelt. Und das wird WeChain nochmal um einiges nach oben pushen. Der Coin hat die letzten, letzte Woche, ein, zwei Wochen, er wurde vorher viel gehypt, aber hat jetzt auch viel Hate wieder bekommen. Aber das zeigt schon, dass WeChain ein ordentliches Produkt ist und eine ordentliche Firma, die dahinter steckt. Und alles in allem wird das Projekt nicht nur WeChain weiter nach oben bringen, sondern die ganze Kryptowelt. Wirklich sehr gute Nachrichten. Die zweite Meldung des heutigen Tages ist eben, dass von Facebook gestern veröffentlicht wurde, dass sie alle kryptobezogenen Werbungen und auch alle ICO, besonders ICO-bezogenen Werbungen, zukünftig bannen wollen bzw. einfach nicht mehr gestatten wollen auf Facebook. Wieder hier der Artikel auf BBC, also eine Mainstream-Seite sogar, die das natürlich wieder covert, wenn es irgendwas Schlechtes zu berichten gibt über die Kryptowelt. Aber ja, das klingt jetzt mal natürlich am Anfang nicht so positiv für uns in der Kryptowelt. Aber wenn man jetzt mal drüber überlegt, habe ich mir nämlich gedacht, dass an sich, wenn ich auf Facebook surfe, wirklich nur Schrottcoins als Werbung bekomme. Also ich habe da noch nie irgendwie eine Werbung von Ethereum gesehen oder Litecoin oder von irgendeinem renommierten Coin. Das waren wirklich alles Scam-Coins, alles nicht so seriöse Coins. Und dementsprechend finde ich das einen richtigen Schritt von Facebook, einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Und laut einem Statement von Facebook sei Facebook zwar allen technischen Neuerungen offen, aber die meinten jedoch strikt, dass die meisten werbetreibenden Firmen in dieser Branche jetzt, die bei Facebook eben die Ad schalten, nicht in gutem Willen handeln. Und da bin ich auch total damit einverstanden, dass man das blockiert, weil im Endeffekt zieht das ein riesen schlechtes Image auf die Kryptowelt, wenn da irgendwelche Scam-Seiten beworben werden und dann Leute ihr Geld verlieren und dann ja und dann in ihrem ganzen Freundeskreis erzählen, wie schlecht denn diese Kryptowelt sei und diese ICOs und so weiter. Also alles in allem klingt die Nachricht zwar nicht so positiv, aber wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, ist das Ganze gar nicht so schlecht und ich finde, es ist ein richtiger Schritt von Facebook. Deswegen kann ich es unterschreiben. Wie gesagt, wenn ich auf Facebook Ads erhalten habe, da waren das wirklich zu 90% Shitcoins. Dementsprechend Daumen nach oben, Facebook, habt ihr gut gemacht. Und weiter geht's mit einer sehr erfreulichen Nachricht für alle Simple Token Holder. Nämlich, wie ihr es hier schon seht, haben die gestern eine neue Partnerschaft announced. Und zwar mit LitePay, einer dezentralisierten Finanzierungsplattform. LitePays derzeitige Kernkompetenz ist nämlich die Rechnungslegung und Zusammenarbeit mit Freelancern, wie zum Beispiel Online-Influencern. Zurzeit ist LitePay noch eine Closed Beta, hat aber bereits Transaktionen in Höhe von 400.000 US-Dollar über die letzten 3 Monate abgewickelt. Wie ihr seht, ist das ein sehr vielversprechender Markt, weil, wie auch hier steht, bis zu 2020 werden diese Influencer und eben auch diese Gig Economy bis zu über 40% der globalen Arbeitskraft ausmachen und eben mit LitePay ein wirklich stabiler Partner für Simple Token.
Und eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht für alle Simple Token Holder, generell ein sehr stabiler Coin, kann auch dazu mal ein Video machen. Aber wie gesagt, die Breaking News jetzt von gestern: LitePay partnert mit Simple Token. Von Simple Token geht es jetzt weiter zu Litecoin. Und ihr seht es auch schon hier, ich bin hier auf profitconfidential.com und auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten. Und zwar aus Südkorea, nämlich eine der größten E-Commerce-Plattformen in Südkorea hat gestern bekannt gegeben, dass sie Litecoin in Zukunft verwenden wollen. Die Firma trägt den Namen Wemapu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und ist eine Online-Verkaufsplattform von Waren und Dienstleistungen. Die Firma ist jedoch auch im E-Commerce-Bereich tätig, in der Softwareentwicklung und auch im Online-Marketing. Ist eine Riesenfirma in Südkorea und damit ist Wemapu so ziemlich das erste Unternehmen in dieser Größe, das beginnt, Kryptowährungen zu akzeptieren. Und das Ganze bringt die Kryptowelt natürlich noch einmal ein Stück näher zum Mainstream. Ihr dürft jetzt nicht vergessen, ja klar, hier in Europa sagt die Firma wahrscheinlich keinem was, ist recht unbekannt, aber ihr dürft nicht vergessen, dass Südkorea einer der stärksten Kryptomärkte ist und dementsprechend einen riesen Einfluss auf die Preise der verschiedenen Coins hat. Und natürlich nach dem ganzen Trara jetzt mit dem möglichen Bann in Südkorea und dem massiven Price Drop, sage ich jetzt mal, der ganzen Coins, ist das natürlich eine sehr, sehr positive Nachricht aus Südkorea. Und ja, top für alle Litecoin-Holder, aber auch für die gesamte Kryptowelt. So, und am Ende der heutigen News-Ausgabe noch Nachrichten aus Hongkong und der dort ansässigen Regierung. Im Gegensatz zu vielen Regierungen und Politikern der westlichen Welt steht man in Hongkong dem Thema Krypto nämlich um einiges positiver gegenüber. Die Regierung in Hongkong startet nämlich demnächst eine Werbekampagne, die Bewohner über Krypto und speziell ICOs aufklären soll. Das Ziel der Kampagne soll nämlich zunächst sein, vor allem auch über die Risiken von vor allem dubiosen ICOs und natürlich auch normalen Krypto-Projekten und Coins aufzuklären. Was wiederum ziemlich positiv für die ganze Kryptowelt zu bewerten ist. Die Kampagne wird Anfang März starten und wird auf Social Media, TV, aber auch Radiowerbung abgerichtet sein. So, und dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt mir gerne Kommentare, über was ihr in Zukunft speziell Nachrichten hören wollt oder was euch speziell interessiert. Ich werde versuchen, darauf einzugehen, wenn es in meinem Ermessen liegt und wenn ich mich darüber auskenne. Ich mache natürlich keine Videos über Altcoins oder Währungen oder ICOs, wovon ich keinen Plan habe. Das mache ich nicht. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich, schreibt mir Kommentare. Ich werde allen antworten und freue mich auf interessante Diskussionen. Bis zur nächsten News-Ausgabe oder bis zum nächsten Altcoin-Video. Euer CryptoBase Germany.